Willkommen zurück bei Risen. So, nochmal ein kurzer Blick auf die Karte. Wir sind wieder in unserer kleinen Ruine jetzt angekommen. Werden uns jetzt hier mal umsehen wegen Petty, die hier anscheinend irgendwo ist. Werden uns den Rest der Skelette hier nochmal vorknüpfen, den wir hier haben. So, gehen wir erstmal nach oben. Da war was, ich weiß. Aber erst einmal schauen wir oben nach Gegner. Aber ich glaube nicht, dass hier was ist. Nö. Eine schwache magische Heilungsrolle. Ein kleiner Smaragd. Eine Halskette. Berserker, und noch ein Trank und hier liegen eine ganze Menge Zeugs rum. Ruinenplündern macht Spaß. Oh, Teller. Kerzenleuchte, die habe ich gar nicht gesehen beim Hochlaufen. Ich habe aber gesehen, dass hier in der Ecke noch irgendwas war. Achso, es war nur ein Pokal. Okay, nichts Wichtiges. Gut, das war's. Ja. Wir haben unsere Taschen auch wieder voll und gehen mit einer Menge Schätze zurück nach Hause. So wie es sein sollte. Ich glaube, hier ist schon der Eingang gewesen. Das heißt, hier ist nichts mehr an Gegnern. Nö, hier ist nichts mehr an Gegnern. Oder, hä? Moment, kleinen Augenblick. Ach ja, okay. Ich weiß jetzt wieder, wo wir sind. Gut. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Hier unten waren wir bereits. Hier haben wir den zweiten Burgherr platt gemacht. Dann gucken wir hier nochmal gerade. Noch eine Kiste. Wir können alles knacken. Das ist kein Problem. Achso, die ist schon... Okay. Ne, Mana, ja gut. Die tollen Angebereien, dass wir alle Kisten knacken können, war in diesem Fall leider unnötig, denn hier gab es absolut gar nichts. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Hier sieht es aus, als würde es hier nochmal irgendwo runtergehen, aber vorher schauen wir gerade hier nochmal. So, da hinten waren wir, genau. Dann gucken wir hier. Der hat ja irgendwas gesagt, dass Petty hier wäre. Also hier kann es nicht gewesen sein, wo ich gerade mit der Maus bin. Weil da war nur ein einziger Raum und da war sie nicht. Da ging es nur hoch. Also muss er hier sein, hat er gesagt. Westliche Ruine ein bisschen südlich. Das ist ja hier. Petty, ich finde dich. Hoffentlich. Tür. Na, das sieht gut aus. Mensch, Petty! Mensch, eine Steinplatte! Ich komme gleich zu dir. Kleinen Augenblick, eine Schatztruhe. Und nochmal von vorne. Ja, nervig. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, Glück gehabt. Okay, 174 Gold. Ein skelettbeschwörenden, sinnloser, nutzloser Knochen. Hallöchen, Petty! Verdammt nochmal, wo warst du so lang? Freut mich auch, dich zu sehen. Was zum Henker ist passiert? Ich bin Romanov begegnet. Deswegen konnte ich dich überhaupt erst befreien. Was ist mit der Seekarte? Seekarte? Sei doch froh, dass du noch lebst. Aber wenn du so erpicht darauf bist, ich habe sie Romanov gegeben. Du hast was? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Verflucht nochmal, ich wusste, dass ich es bereuen würde, mich mit dir einzulassen. Diese dämliche Karte ist dir wichtiger als dein Leben? Nein, natürlich nicht. Aber wir müssen sie Romanov unbedingt wieder abnehmen, bevor er wieder über alle Meere verschwunden ist. Auf der Seekarte hat mein Vater sämtliche Stellen markiert, auf denen er sein Gold versteckt hat. Noch mehr Gräber? Auf dieser Insel ist doch nur ein Teil vergraben. Die wirklich wertvollen Sachen hat er ganz woanders. Andere Inseln, andere Länder. Nochmal langsam. Der große Schatz ist also nichts anderes als ein weiterer Hinweis, ja? Junge, Junge, das muss ich erstmal verdauen. Das kannst du später machen. Wir müssen Romanov aufhalten, bevor er die Insel verlässt. Okay, Romanov aufhalten. Ja, geil. Jetzt ist Schluss. Ich mach da nicht mehr mit. Na gut, ich werde dir noch ein letztes Mal helfen. Naja, klar. Na gut, ich werde dir noch ein letztes Mal helfen. Okay, pass auf. Romanov hat nur eine Chance, die Insel zu verlassen. Er braucht ein seetüchtiges Schiff. Und soviel ich weiß, gibt es nur einen einzigen Ort, wo er entstehlen kann. Die Hafenstadt. Ich wette mit dir, er will den Tunnel benutzen. Wenn wir uns beeilen, dann können wir ihn vielleicht noch vorher abfangen. Am besten gehst du vor. Ich werde dir folgen. Ja gut, komm. Komm mit. Klar doch. Dann kommt die jetzt noch mit uns, das ist ganz gut. Die können, glaube ich, auch ein bisschen kämpfen. Ja, zur Hafenstadt begeben wir uns aber erst später. Ich hoffe, die wird keine Zicken machen, so wie Rupert. Ja, da geht's aber nicht lang. Hier geht auch den anderen Weg. Ich hoffe, die wird einfach mal ohne zu zicken mitkommen. Dann haben wir nämlich noch ein bisschen Begleitung dabei. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Und hier wollte ich nämlich noch rein. Das sieht nämlich so ein bisschen so aus wie eine Höhle. Ah nee, das ist nur ein Wasserfass.
Ja, hier geht's irgendwo hin. Bist du da? Du bist da, ausgezeichnet. Du hast dein Schwert, das sie dir nicht abgeknüpft haben, obwohl sie dich eingesperrt haben. Hm. Aschenbestien, wo seid ihr? Hä? Ach, kann es sein, dass ich auch schon lang gegangen bin? Ja, ich bin so blöd. Ja, hier haben wir gegen die, ach, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, Viecher gekämpft. Die wir gerade eben noch hatten. Ganz am Anfang. Oh, wie hießen sie denn noch gleich? Diese etwas größeren Motten, die mit auf Beinen laufen. Ist ja auch egal, wie sie heißen. Ja, ich glaube, Romanov jetzt so hinterherlaufen macht sowieso keinen Sinn. Dann müssen wir uns... Hä, ja, wie geht das mit dem Teleport, wenn wir Begleitung haben? Kann ich mich einfach in die Hafenstadt teleportieren und sie ist dann schon da? Am richtigen Ort? Das ist eine gute Frage. Eine ebenso gute Frage ist, warum habe ich die Beere bisher noch nicht gepflückt? Nun ja, egal. Diese Frage wäre damit zunächst einmal beantwortet. Ja, dann gehen wir jetzt mal kurz zurück zum Don, denn ich möchte jetzt wirklich wissen, was hinter dem Lager ist. Und wenn es erstmal nur zwei Gegner sein mögen, also nur die beiden Ghule und sonst gar nichts, reicht ja fürs Erste auch. So, was ist eigentlich hier? Oh Gott, nee, so hoch kann er nicht springen. So, sie macht wenigstens keine Zicken, das ist schon mal gut. Das gefällt mir doch. Ganz untypisch für eine Frau. Ach ja. Bitte Beleidigungen mit an PM an mich, ja. Dankeschön. Nein, ist hier eigentlich noch einer von seinen... Nee, seine Kumpels hat er alle mitgebracht, ne? Gegen die dürfen wir wahrscheinlich alle auf einmal kämpfen. Naja, soll mir auch egal sein. Ich gehe nicht davon aus, dass Romanov und seine Bande uns noch großartig was anhaben können. Großer Sumpf, bitte da lang. Sehr schön. Ja, den Don nach seiner Scheibe fragen brauchen wir auch nicht. Das hatten wir ja schon. Die gibt er uns ja. Mhm. Ja. Dammit. Okay, dann warte du hier. Ach, wenn du hier. Ach, das ist ja blöd. Dann. Ach, Patty, du bist so ein nutzloses Ding. Nee, das ist blöd. Dann vergesse ich nachher nur, dass sie da steht und wo sie steht. Und dann dürfen wir den ganzen Weg nämlich hier hinlaufen. Scheiße. Das ist ungünstig. Komm mit. Komm mit. Nicht in diese Richtung. Ja. Dann klar. Los. Dann gehe ich nämlich jetzt erstmal durch die Höhle und dann muss ich den ganzen Weg nämlich hierhin zurücklaufen und dann nochmal zurück und das ist sehr, sehr umständlich. Dann machen wir es lieber so. Wir gehen jetzt dahin. Wir geben uns jetzt nochmal zur Hafenstadt. Mein Gott, den ganzen langen Weg entlang. Und werden das dann da erledigen und Romanov auseinandernehmen. So, hier vorne ist das Haus von Nile. Nehmen wir unterwegs aber auch noch die Gegner hier mit. Schade, ich habe echt gedacht, sie begleitet uns jetzt das ganze Stück. Oh, das wird lustig. Das wäre echt cool gewesen. Naja, du hast auch nichts gemacht, ne? Ach, egal. Haben wir wenigstens jemanden zum Anfeuern. Go, Cars. Naja, nee, muss auch nicht sein. Ah, doch, sie kämpft mit. Nicht effektiv, weil ich alles vorher schon niederschnetzel, aber mein Gott, sie macht mit. Nee, da springen wir nicht runter. Das machen wir nicht nochmal. Wir gehen hier. Davor nehmen wir keine Gesundheit, genau. Sie sowieso nicht, hoffe ich jetzt einfach mal. Schauen wir gerade hier, ob hier noch neue Gegner waren. Wir hatten ja auch ein neues Kapitel. Neue Pflanzen. Jupp. Kann ich hier hoch? Ja, hier kann ich hoch. Nein, zieh doch die Waffe. Oh, das wird lustig. Ja, so ist es richtig. Da ist wieder ein. Das war's mit dem Vieh. Und da hinten sind noch Stachelviecher. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier. Ach komm, machen wir die gerade auch noch fix weg. Gut so. Da ist wieder ein. Ich möchte die Ecke jetzt auch wirklich langsam mal leer haben. Das war's mit dem Vieh. Was, so, habt ihr den Wolf da hinten gesehen? Das muss ich mir nochmal in der Wiederholung ansehen. Ich glaube, das sah gerade so ein bisschen so aus, als wäre der vom Baum runtergefallen oder so. Sah sehr, sehr merkwürdig aus. Ich glaube, das sah nur bei mir so aus. Ich habe mir das nur eingebildet. Es sei denn natürlich, wir haben jetzt hyperintelligente Wölfe, die von den Bäumen klettern oder auf Bäume klettern und dann da runterspringen. Ich bin knapp mit dieser Kerl. Na? Wer liegt jetzt am Boden?
Das ist aber nicht der Wolf, den wir hier erledigt haben. Den haben wir vorher schon getötet? Kann das sein, dass wir hier schon waren? Ich weiß es gerade nicht mehr. Wo sind wir denn hier? Das ist ein Wolf, der einen Novizen umgebracht hat. Okay, ich plündere ihn mal, Leute. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ja, wir sind jetzt hier am Novizenlager. Stark. Och, und da fressen sie noch weiter. Ich steck die Waffe ein. Herrlich, ey. Oh Mann, Leute, ey, das sind ja auch Brains hier, ey. Krasse Sache. Unglaublich. Herrlich, herrlich. Da werden die Kollegen einfach mal hier verspeist. Ach, das ist Wahnsinn. Na, egal. Ja. Ach, aber dann ist sie wieder nicht dabei, ey. Mann, die Olle. Verdammt, aber hier waren wir bisher auch noch überhaupt nicht. Ach, nee, das... Nee, dann finde ich sie nachher nicht mehr wieder. Das ist blöd. Ja, plündern wir hier gerade nochmal die Wölfe. Ja, hier sind alle tot, ey. Herrlich. Als wäre ich es gewesen. Ach, klasse. Ach, nee, komm. Lassen wir es einfach. So, das sind alles noch Rekruten. Konnten wir mit dem noch irgendwie reden? Du, das ist gerade ganz schlecht. Ja, dachte ich mir schon. Okay. So, Patty ist auch wieder mit dabei. Patty ist auch wieder mit dabei. Da ist sie. Okay. Geil, ey. Die Wölfe kommen, machen die Rekruten weg und es kratzt überhaupt niemanden. Die Ordenskrieger stehen einfach nur rum. Herrlich. Herrlich. So, Beere noch. Danke. Nee, da wäre jetzt noch ein schönes Gebiet gewesen, was wir hätten erkunden können. Da waren noch ein paar Keile, hat man gesehen. Da wären sicher auch noch ein paar Wölfe oder sonst was gewesen. Aber wir kommen sonst wirklich zu nichts. Also, und ich mag mit Patty jetzt auch im Anschlag die ganze Zeit nicht unbedingt ja, so durch die Gegend gucken. Vor allem, also ich würde es gerne machen, wenn sie mitkommen würde. Aber sie bleibt hier überall stehen. So, aber... Das machen wir gerade noch hier. Das war's mit dem Vieh. Und den gerade auch noch. Ja, und hier vorne wäre wieder zurück zum Weg zum Start. Hier haben wir angefangen, unsere erste Höhle. Kann natürlich sein, dass hier auch nochmal Respawn ist, aber den werde ich wohl nicht abklappern. Das muss ja nicht sein. Man kann es auch übertreiben. Hallo Nile. Du sitzt immer noch faul hier rum und machst gar nichts. Ja, das muss ich mal mit dem Don bereden hier. Das geht so nicht. So, hier waren wir in dem Bauernhof und es ruckelt hier. Ah ja, offenes Gebiet. Da leckt es ein klein bisschen. Soll uns aber auch nicht stören. Haben wir hier noch Gegner im Gestrüpp gehabt? Ich glaube nicht. Gucken wir mal gerade so ein bisschen, aber... Geier, komm. Ja, so ist es richtig. Da ist wieder eins. Wo? Ach, da. Ah, da sind noch mehr. Aber ich glaube, damit einen die NPCs auch nicht die ganze Zeit über begleiten und man nicht pausenlos mit denen zusammen kämpfen kann, irgendwelche Dungeons kann, haben die das dann auch so gemacht, dass die dann irgendwann automatisch stehen bleiben. Ist eigentlich auch eine sinnvolle Regelung, finde ich. Kannst du klettern? Ja, kannst du. Das ist auch gut. Die können wirklich gut klettern, die Leute. Teilweise besser als ich. So, ne, das machen wir auch ein andermal. Nicht jetzt. Jetzt geht's erstmal geradeaus zur Hafenstadt. Gibt noch genug zu tun. Wie schaut's levelmäßig aus? 1000 noch für... Ja. Ne, das werden wir bis jetzt nicht mehr schaffen. Es sei denn natürlich, die Quest mit Romanov, die gibt uns jetzt so viel... Verdammt, wo geht's lang? Ging's hier lang? Ich meine, hier ging's lang. Ich glaube schon, ja, hier ging's lang. Es sei denn, die Quest mit Romanov gibt uns so viel, dass wir noch die Möglichkeit haben, dass wir also noch ein Level-Up haben, wir haben dann 20 Lernpunkte frei. Das wäre natürlich ganz optimal, gerade wenn wir dann wieder in der Stadt wären. Also besser geht es fast gar nicht. Patty, du bist noch da? Du nimmst natürlich die Straße, ja. Und du folgst mir, ja, sehr, sehr unauffällig. Mit gehobenem Abstand. Gut, aber ich befürchte, bevor wir Patty dann in der Hafenstadt abliefern und uns um Romanov kümmern, muss ich ja leider nochmal einen Cut machen. Bis zum nächsten Mal.